365 mal 3 Spezial. Wann kommt wieder ein Video? Jetzt kommt wieder ein Video. Ich hatte aber in den letzten Tagen richtig viel zu tun mit dem Handy, weil es gab einen kleinen Vorfall, der dazu geführt hat, dass ich bei Insta fast 4000 Follower dazu bekommen habe, was dazu geführt hat, dass ich über 1000 Nachrichten in dem Postfach hatte, die ich jetzt alle abgearbeitet habe. Grund der ganzen Geschichte war eine gewisse Biene B. Official. Sie hat eine Story gemacht, wo ihr aufgefallen ist, dass ich für den Goldenen Blogger nominiert werde, für den ihr übrigens ab heute 10 Uhr abstimmen könnt, deswegen auch dieses Video. Der Link steht hier unten in der Beschreibung. Und sie hat an die Macher des Goldenen Bloggers appelliert, dass meine Nominierung doch zurückgezogen werden sollte, weil ich Massentierhalter bin. Und Massentierhalter haben bei einem Berufsblog nichts zu suchen, beziehungsweise ist es für sie kein Beruf, sondern ich bin halt eben auch ein Tierquäler, sie ist Veganerin. Und ich habe dazu 2 Videos gemacht, die relativ gut gelaufen haben, muss ich sagen. Die haben unfassbar viele Reaktionen, gerade von euch, ausgelöst. Viele Landwirte haben mir zugesprochen, aber auch ganz viele Leute, die mit der Landwirtschaft in erster Linie nichts zu tun haben, haben mir gut Mut zugesprochen. Auch das ist jetzt eine Botschaft, die ich euch mitgeben möchte. Wir müssen es einfach machen, auf solche Leute zugehen. Wir müssen auch mal einen veganen Shitstorm aushalten und zu sagen, nein, wir sind die, die die Tiere halten, wir sind die, die Lebensmittel erzeugen. Wenn wir es nicht machen, dann wandert die Produktion ab ins Ausland. Und es gibt einfach ganz pragmatische Argumente, die kommen jetzt auch gleich in den Videos, die vielleicht auch für euch ganz wichtig sind, um in der Diskussion einfach mal das Gefühl zu haben, ja, ich kann was bewegen. Und das könnt ihr wirklich. Also deswegen, Leute, ihr müsst in die Diskussion rein. Wenn wir noch weiter Landwirte in Deutschland bleiben wollen, dann müssen wir in die Diskussion rein und wir müssen uns auch solchen Leuten stellen. Wir werden zwar nicht die Chance haben, jeden Veganer zu überzeugen, aber wir werden die Chance haben, eine breite Masse zu informieren und das ist das Wichtigste. Und deswegen dieses Video, jetzt kommen die beiden Videos und schaut sie euch an, wenn ihr Lust habt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr für mich voten würdet. Der Link steht unten in der Videobeschreibung. Goldener Blogger, bester Berufsblog. Also, danke euch. Ab jetzt die Videos. Biene B, Official, wir müssen reden. Aber damit ihr auch mitreden könnt, hört euch erstmal an, was Biene B, Official, zu sagen hat. Hallo, meine Lieben. Ich habe gerade erfahren, dass zum 14. Mal der Social Media Preis die Goldenen Blogger verliehen werden soll. Das ist ja an sich eine schöne Sache. Wenn da nicht der Preis in der Kategorie bester Berufsbutter an ein Schweinemesser verliehen werden sollte. Ich meine, das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Seit wann erhält ein Schweinemesser, der Massentierhaltung betreibt, ein Award? Was ist daran lobenswert? Deswegen bitte euch, mir dem Aufruf zu folgen und eben die Nomination von dem sogenannten Buchholter Landschwein, so nennt er sich, Buchholter, zurückzuziehen. Also die Betreiber von die Goldenen Blogger dafür zu bitten, diese Nominierung zurückzuziehen. Weil, also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde, das ist einfach abartig, eine Riesenschweinerei und Sauerei, so jemanden für den Social Media Preis zu nominieren. Und jetzt noch fein ihm hier die Guacamole. Bohnen aus dem Supermarkt, aus der Welt, in den Topf gerührt. So, also habt ihr jetzt der Biene B. Official zugehört? Sie sagt also, ich bin quasi Schweinemester und Massentierhalter. Okay, kann ich beides zustimmen? Bin ich. Nebenbei habe ich auch noch Sauen. Also anscheinend hat sie sich mit meinem Account nicht auseinandergesetzt. Bei uns werden die Ferkel noch geboren. Noch schlimmer. Aber Biene B. hat noch ein anderes Ziel. Also sie möchte also, dass ich nicht mehr nominiert bin, sondern dass die Leute, die den Goldenen Blogger ins Leben gerufen haben, mir quasi die Nomination oder Nominierung entziehen. Und dafür wirbt sie gerade. Ich weiß nicht, was die Biene B. sich im Leben so gedacht hat. Also wenn man den Instagram-Account mal durchscrollt, sieht man ganz viele tolle Bilder von ihr und ihrem Körper und alles gestählert durch ihre vegane Ernährung. Und jetzt komme ich wieder ins Spiel. Ich bin ja nicht nur Schweinemester, sondern wir haben ja auch ein Ackerland. Die Anke, die hat auch noch Kühe. Natürlich passt das nicht zur veganen Ernährung. Aber wir haben jede Menge Sachen, die wir auf dem Acker anbauen. Und nicht nur für die Fleischfresser, liebe Biene B. Official, sondern auch für euch, liebe Veganer. Wir können es aber so machen, dass wir einfach alles, was wir scheiße finden, verbieten wollen. Oder einfach diskreditieren und einfach dagegen sind. Das ist die beste Möglichkeit. Einfach alles, was kacke ist, weg damit. Und dann irgendwann
haben wir es geschafft. Der Welt geht's besser. Die Lebensmittel kommen aus dem Supermarkt und unser Gewissen ist so herrlich frei. Oder hat Biene B. etwa selbst gedacht, dass sie nominiert wird mit ihrem super, super Food Vegan Buddy Blog? Es tut mir leid, Biene B. Official, dass ich dir zuvor gekommen bin. Vielleicht ist das, was du machst, auch kein Beruf. Vielleicht ist sie auch neidisch, dass ich viel mehr Follower habe als sie. Ich weiß es auch nicht. Das gibt jetzt natürlich wieder einen riesen Shitstorm. Die ganzen Veganer kommen jetzt auf meine Seite wieder. Sagen mir wieder, wie doof ich bin, was ich für ein Arsch bin, Unmensch bin und sowas. Ich weiß es. Guckt euch einfach das an, was ich euch im Vorfeld schon gesagt habe. Nehmt euch die Zeit, wie ich über das Leben denke, bevor ihr über mein Leben urteilt. Kurze Information noch. Das sage ich jetzt ganz leise für euch. Zum Beispiel Zucker. Haben wir da vorne angebaut. Zuckerrüben. Ich glaube auch, dass ihr Veganer Zucker isst. Und wisst ihr, womit wir das gedüngt haben? Mit Kuhkacke. Ist auch nicht vegan. Aber euer veganes Leben ist manchmal ein bisschen kompliziert. Aber ich finde es gut, dass ihr so lebt, weil jeder darf so leben, wie er möchte. Und das ermöglicht nun mal unsere freie Welt, unser freies Leben hier in Deutschland. Und das ist auch gut so. Nur steht es mir einfach nicht zu, mich über so einen Scheiß aufzuregen und zu so einem Scheiß aufzurufen. Biene B. anscheinend steht es doch zu. Also kräftig voten, dass ich der goldene Blogger im Berufsblog werde. Würde mich riesig freuen. Danke Biene B. für diese Aufmerksamkeit. Kriege ich gratis. Einen wunderschönen guten Abend. Ihr habt die Aktion gestern vielleicht mitbekommen, wie die Biene B. Official eine Story gemacht hat und da uns den Beruf als Landwirt, als Bauer aberkannt hat, weil ich nominiert bin für den Berufsblog als Bocholter Landschwein, als für den goldenen Blogger. Und sie meint, dass wir Tiere halten und deswegen ist es kein Beruf, sondern sie ist halt Veganerin und steht nicht auf das, was wir tun. Grundsätzlich vorweg gesagt, werden wir tierhaltenden Betriebe oder Tierhalter niemals Konsens laufen mit den Veganern, weil es passt grundsätzlich nicht zusammen. Wir essen Fleisch, wir halten Tiere, um sie auch hier zu verkaufen und ihr lehnt es komplett ab. Aber es ist wesentlich komplexer als das, was ihr denkt. Es ist ja nicht nur, indem ich sage, ich verzichte auf tierische Produkte. Es ist ein ganzer Kreislauf. Es hat alles Vor- und Nachteile. Es hat immer ein Für und Wider. Und das versuchen wir in Einklang zu bringen. Auch sogar in Einklang mit der Natur, was ihr uns nicht vorstellen könnt. Aber die Biene B. hat heute nochmal eine schöne Story gemacht, wo ich nochmal ganz kurz drauf eingehen möchte. Und ich habe ihr gerade auch geschrieben, in einer netten persönlichen Antwort, dass ich das Video jetzt noch mache heute und dann ist auch irgendwie Feierabend, weil mein Postfach ist voll. Sie hat dazu aufgerufen, dass sie mich bombardieren sollten, ihre Anhänger, um mein Postfach zu füllen. Aber das, was bei mir Postfach liegt, da sind nur Zusprüche, wirklich ausschließlich Zusprüche. Und deswegen wollen wir die junge Dame auch nicht mehr bemühen als nötig. Aber hört mal kurz zu, was sie zu sagen hat. Guten Morgen wünsche ich euch von dem kleinen Tattoo-Model, das wo offenbar... Oh, das war's von gestern, sorry. Ich bezeichne mich als Tierliebhaber, aber ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich bin nicht länger einfach ein Heuchler, der behauptet, ich liebe alle Tiere und greife trotzdem ins Supermarktregal und kaufe dort, ja, billiges Schweinefleisch von Tieren, das wo... Dazu mal erst gesagt... Sie bezeichnen sie nicht als Heuchler und da würde ich jetzt gerne eine Differenzierung sehen. Also jeder Veganer darf gerne Veganer sein, aber Veganer mit einem Haustier auf dem Arm bei Insta, Facebook, ganz egal, ist für mich ein Heuchler, weil für dieses Tier müssen Tiere sterben oder er ernährt sie nicht bedarfsgerecht. Aber Biene B. hat noch mehr interessante Ansichten. Hör mal zu. Wie du eine Sau für 2 bis 3 Wochen in einen Kassenstand einsperrst, es als für völlig legitim ansiehst, dass sie ihre Völkerchen in dem Moment nicht quetscht, aber es dir letztendlich scheißegal ist, dass die Völker oder wenn sie dann ausgewachsen sind. Da sind wir genau bei dem Punkt, wo es darum geht, abzuwägen. Also, wenn wir uns dafür entscheiden, Tiere zu essen, so brutal muss man sagen, halten wir Tiere und wir müssen dann überlegen, was ist richtig, was ist falsch. Natürlich geht es auch um Ökonomie, darum Geld zu verdienen. Ich weiß nicht, wie eine B-Official ihr Geld verdient, aber ich verdiene mein Geld, damit Lebensmittel herzustellen. Wenn wir es nicht tun, dann tun es andere und im schlimmsten Fall kommt es aus dem Ausland, China, Südamerika, ganz egal. Und deswegen glaube ich, für alle, die sich bewusst für Fleisch entscheiden, ist die Produktion in Deutschland auch eine relativ gute Geschichte. Wenn wir das Tier jetzt außerdem übrigens 4 Wochen im Kastenstand halten, dann habe ich immer diesen Kompromiss, was mache ich? Die Sau 4 Wochen in Bewegung begrenzen oder Tierleben opfern? Und das, was sie sagt, zum Schluss werden sie eh alle geschlachtet, das ist nun mal in der Natur so vorgegeben, schaut in die Wildnis rein, wer wen frisst.
Wir sind nun mal jetzt als Spezies Mensch in der Situation, dass wir selbst entscheiden können, wann wir wen sterben lassen. Aber das ist eine moralische Frage, die überlasse ich euch selbst. Und ich glaube auch, dass jeder sein eigenes Bild davon hat. Und wir tun alles, damit es den Tieren gut geht. Auch der Tod. Auch der soll möglichst schon laufen. Aber es geht auch weiter. Der Tod. Okay, und zum Schluss gehe ich noch darauf ein, dass wir Veganer ja auch Zucker essen. Ja, wir essen nicht nur Zucker, wir essen auch sämtliche andere Produkte, die natürlich in der Landwirtschaft hergestellt werden. Deswegen hetze ich an dieser Stelle ja auch nicht gegen die Landwirtschaft, sondern nur gegen die enormen Folgen der Überdüngung, der massenhaften Ausstoßes an Gülle, die die Massentierhaltung letztendlich mit sich bringt. Und das ist wunderbarerweise eine Alternative. Jetzt kommen wir zu der Kreislaufwirtschaft, die ich gerade zu Beginn angesprochen habe. Gülle ist natürlich ein Ausstoß und Gülle düngen wir auch unser Getreide mit. Hier stehe ich gerade in der Emma, das ist übrigens ein reines Brotgetreide für uns Menschen und das müssen wir irgendwie düngen. Wir düngen es mit der Gülle, die aus dem Tier abfällt. Wir haben genaue Auflagen, wie viel wir düngen dürfen. Wir werden jährlich kontrolliert, müssen alles dokumentieren. Aber das ist oft so, dass Leute, die mit der Landwirtschaft nichts zu tun haben, dieses Wissen gar nicht haben. Woher auch? Ist halt sehr, sehr schwierig. Unser tägliches Brot ist es, damit umzugehen, im Büro zu sitzen, Düngemaßnahmen zu planen und solche Vorgänge zu planen. Und ihr, lieber Verbraucher, liebe Veganer, ihr hört es aus den Medien, das Schlechte wird gesendet und das Schlechte bleibt haften. Aber wenn ich jetzt davon spreche, dass wir einen Kreislauf haben, dann gibt es Kreisläufe, die unterbrochen worden sind. Das ist zum Beispiel so, wenn ihr eure Avocados oder Guacamole oder Chiasamen aus irgendwo importiert, da hinten wird es aufbereitet, da hinten wird es für euch hergestellt und es kommt rüber. Genauso ist es mit einer Hafermilch oder Sojamilch oder sowas. Das Tier ist in der Lage, für uns Proteine und Nährstoffe aufzubereiten, dass wir als Mensch die besser verdauen können. Das macht ein Getreide zum Beispiel nicht. Das Hafer, die Haferpflanze, ist nun mal nicht zu melken. Die Haferpflanze wird geerntet, der Hafer wird geerntet und dann aufwendig aufbereitet, damit wir als Mensch diesen Hafer als Milch zu uns nehmen können. Also gibt es immer mehrere Seiten, die man betrachten sollte. Zum Schluss hat die Biene B aber noch einen ganz tollen Tipp für alle, die wissen, wie es funktioniert. Und dass es wunderbarerweise eine Alternative gibt und das nennt sich bio-vegane Landwirtschaft. Und ich setze euch gerne den Link hier drunter, dann könnt ihr das selber nachlesen, dann selber recherchieren. Das ist immer noch am besten. Von der Albert Schweitzer Stiftung gibt es hier einen tollen Bericht dafür. Es ist einfach möglich, auch ohne massenhafte Tierhaltung Lebensmittel herzustellen, Lebensmittel anzubauen. Und ja, niemand zwingt dich letztendlich, Tiere zu halten, schon allein aus ethische Gründe lassen wir laufen. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, bio-vegane Landwirtschaft. Jetzt geht's wirklich zur Sache. Liebe Leute, wie egoistisch können Menschen sein? Sie schreiben uns vor, was wir zu tun haben, lehnen das ab, was wir tun, und zwar Lebensmittel herzustellen, und setzen sich in die Position und behaupten, bio-vegane Landwirtschaft ist die Zukunft. Bio-vegane Landwirtschaft bedeutet, dass wir keinen mineralischen Dünger einsetzen dürfen, also sprich den Luftstickstoff dürfen wir nicht chemisch umwandeln, wir dürfen nichts aus dem Boden holen, kein Mining machen, kein Kali, kein Phosphor, sondern das, was wir als Nahrung nutzen, das kommt irgendwo her. Sei es durch Laub, sei es durch Flächen, die nur dazu gehalten werden, um Luftstickstoff zu sammeln. Und letztendlich führt das dazu, dass es eine ganz kleine Minderheit auf der Welt gibt, die sich bio-vegan ernähren kann. Der Rest wird elendig verrecken. Und das sind alles Vorgänge, die man als Landwirt im Laufe seines Lebens lernt. Ich bin jetzt 43 Jahre alt. Ich habe früher auch schon mal ganz anders gedacht. Aber die ganzen Zusammenhänge, die erschließen sich erst im Leben. Und wenn solche Leute, Biene B, Tattoo-Model aus ich weiß nicht woher, sich anmaßt, mit ihrem Halbwissen aus der Stadt oder wo auch immer du herkommst, liebe Biene B, uns so zu verurteilen und so in eine Ecke zu drängen und auch noch so gegen mich zu stänkern, mir sogar ein Berufsverbot aussprichst und mir auf der anderen Seite auch noch drohst, diese Nominierung zu entziehen, dann frage ich mich, in welcher Gesellschaft wir leben. Ist es gut, dass wir uns so auseinandertreiben lassen? Oder sollten wir versuchen, das neben uns zu akzeptieren, auch wenn wir überhaupt gar nicht das tun, was ihr möchtet? Wir sind genau das Gegenteil. Aber auch ich respektiere eure Lebensweise. Ich kenne auch viele Veganer und mit denen kann ich ganz normal darüber diskutieren, was Vor- und Nachteile sind. Und meistens enden wir in einem guten Konsens. Und das möchte ich jetzt auch. Ich möchte nicht mehr hetzen, ich möchte nicht mehr sticheln, sondern ich danke dir, Biene B, für deine Aufmerksamkeit, die du mir geschenkt hast. Und ich hoffe, es ist letztendlich auch gut für meine Nominierung. Und vielleicht gewinne ich das Ding sogar. Und dann quatschen wir nochmal. Schönen Abend.